Meine lieben Herzzeitfreunde, heute ist ein ganz spezieller Tag. Es ist Weißer Sonntag, ein Tag der Barmherzigkeit, ein Tag der Heilung des Herzens, ein Tag des Teilens. Und heute durfte ich gerade in einem neuen Netzwerk auf Spanisch einen Vortrag geben mit Übungen, so wie ich das immer mache. Und ich dachte, ich möchte gerade diese Möglichkeit aufgreifen und es auf Deutsch nochmal wiederholen. Es ist so wunderbar, was gerade geschieht auf der Welt. Überall schließen sich Menschen zusammen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Netze werden freier, die Menschen helfen sich. Es gibt weniger, dass man vor den anderen hintreten will und Ego-Spiri-Lehrer sich da abzeichnen. Ich war sowas von überrascht, was seit gestern und heute eben abging in diesem Netzwerk. Das heißt Humanidad Unida, für die Spanisch können. Und ich wurde da eingeladen, um zum Thema Herzbewusstsein und Coronación Colectiva zu sprechen. Also die kollektive Krönung, das Wortspiel geht natürlich nur Spanisch, Coronación. Das ist diese Corona-Meisterschaft, in die wir jetzt alle eintreten. Gut, meine Lieben, die mich schon kennen, ich möchte am Schluss vielleicht noch dann über mich sprechen oder so. Es geht eben nicht um mich. Es geht nicht mehr um das Individuum, sondern es geht immer mehr um dieses Kollektive, was ich ja schon seit 3 Jahren gepredigt habe, und habe mich auch erstaunt, wie schnell dann die Menschen mich verstanden haben. Ich habe ja angefangen vor 3 Jahren meine Europa-Tours Collective Healing Tour zu nennen. Und ich glaube, viele von euch nehmen auch immer mehr das Ganze wahr und haben vielleicht den Mut, jetzt hinter die Dinge zu schauen. Gut, ich glaube deswegen, dass es besser ist, dass wenn wir das Wissen jetzt, und das war eine Frage, die ich mir gestern noch gestellt habe, wenn wir das Wissen jetzt über den Körper aufnehmen und nicht nur ich da sitze und doziere, dann, wie du das schon kennst vielleicht, dann bitte ich dich einfach ein bisschen zu stehen und deinen Körper zu spüren, deinen Körper vibrieren zu lassen, und so gehen wir dann langsam in das Thema hinein. Weil wir sind heute ja, wir gehen jetzt gar nicht ins Thema der Medien hinein, wir sind ja sowas von, wir werden ja sowas von zugemüllt von Informationen, aber ich meine jetzt nicht nur die negative Presse oder sogar Lügenpresse oder was auch immer, sondern wir sind so gewohnt, über den Kopf alles aufzunehmen. Spür doch mal einfach in dein Herz hinein, tu da deine Hände hin. Du darfst auch die Augen schließen und lass dann ein bisschen los. Ja, was passiert, wenn ich einfach mal den Mut habe, über mein Herz wahrzunehmen? Das heißt auf Deutsch fühlen. Wenn ich einfach fühle. Fühlen sind nicht Emotionen, fühlen ist Herz. Fühlen ist Liebe, ist Frieden. Also so verstehe ich das. Und so ist es am einfachsten. Wie wäre das, wenn ich einfach mal über den Körper wahrnehme? Da möchte ich dich einladen, eine Reise mit mir zu machen. Mit geschlossenen Augen, es wird für dich einfacher sein. Mit einer Ausatmung reisen wir jetzt hinein in die Mutter Erde hinein. Ja? In einer Ausatmung über die Nase. Immer ein bisschen in den Knien sein, wie wir das im High Frequency Training immer machen, damit die hohen Frequenzen fließen können oder zuerst mal die Energie fließen kann. Ich gehe hinein ins Herz der Mutter Erde, in ihr Kristallherz hinein und erinnere mich daran, dass
wichtiger denn je in diesen Zeiten, dass alles, was wir geben, kommt auch zurück. Wenn ich jetzt diese Liebe, diese Hingabe hingebe, dann kann es doch sein, schau, dass etwas zurückkommt von der Mutter Erde. Dass eine Energie jetzt zurückkommt, zu mir zurückfließt, wie eine Verbindung. Damit meine ich auch, du darfst wieder einatmen und zurückgehen in dein Herz. Und diese Verbindung, die bleibt. Die bleibt. Eigentlich sollten wir die immer haben. Es geht ja in diesen Trainings immer nur um Erinnern und High Frequency, hohe Frequenz. Ich wurde von einigen Spezialisten, einer der wirklich besten Naturheilärzte mit Studium, von der Dr. Susanna wurde ich wieder belehrt gestern, bestätigt, dass es doch stimmt, dass es wirklich stimmt, dass wenn wir hochschwingen, dass wir dann gewappnet sind, auch vor Bakterien und Viren. Jetzt bin ich wieder im Herz und nun vom Herzen aus stelle ich mir nun vor, dass ich eine Verbindung schaffe nach oben zum Zentrum der Galaxie und ich atme aus mit der Nase und beame mich so hoch in das Zentrum der Galaxie. Das ist dein Herzen, das ist dein weißes Loch, ein weißes interdimensionales, intergalaktisches, wunderbares Loch. Ein Zero Point, ein Nullpunkt wie dein Herz. Und wieder darf es zurückkommen. Und es darf zurückfließen in mein Herz. So, jetzt bist du viel mehr da. Jetzt bist du viel präsenter. Und du bist jetzt mehr in deiner wirklichen Verbindung, die du haben darfst. Denn wir sind alle Lichtwesen. Wurde gesagt, geh jetzt endlich raus mit allem, was du weißt und halte nichts mehr zurück. Ich werde heute Dinge mit euch teilen und machen, die ich so nicht vorgesehen habe. Gestern Nacht ging es noch voll ab. Ich erzähle dir danach noch ein bisschen mehr davon. Gut, und nun bleibe in diesem Herzen, spüre es und wir tun mal das Herz so genau so ein bisschen aktivieren, indem ich einfach ganz locker jetzt lass ein bisschen los, wenn Verspannung gekommen ist, du wusstest vielleicht nicht wie, oder du hast noch rumgespielt mit dem Video, hast es nochmal angeschaut oder so, und nun einfach so wie ein Ping-Pong, so mit diesem Feld spielen. Gut, und beginne nun diese Energie zu bewegen, ein bisschen mehr zu öffnen, wie wenn du vom Herzen aus eine Blume öffnest. Ich bin so dankbar, dass die Helga hat mir einen Link geschickt. Das ist ja so genial heute mit dem Internet. Wenn man auch ein bisschen zu unterscheiden weiß, gell, zu filtern weiß, hat mir so einen schönen Link geschickt von Jeanne Rulon, wo sie sagt, dass diese Distanz, da gehen wir jetzt hin, dass diese Distanz, die du jetzt öffnest, schau mal, genau, ich möchte es noch nicht verraten, die du jetzt öffnest als dein Energieei, du kannst jetzt das vom Herzen aus öffnen und auch nach oben, wie wir das oft machen in den Trainings, dann ist es wie ein Torus, dass dieses Ei, das du jetzt öffnest, dass das im Normalzustand etwa 1,5 Meter Distanz hat. Also ich sage es in meinen Worten, gell? Das war einfach ein genialer Input von Jeanne Rulon. Danke, Maestra. Und dass das ja genau die Distanz ist, die wir jetzt halten müssen vor den anderen Menschen. Wow. Lustigerweise habe ich in den letzten zwei Klassen des High-Frequency-Trainings immer diese Übung gemacht. Habe aber nicht an diese Distanz gedacht, aber es passt völlig. Mach das noch ein bisschen und locker deinen Körper dabei, weil ich möchte, dass du dein Körpervehikel mitnimmst. Ja? Dass wir aufhören, die Energie, das Spirituelle, vom physischen Körper zu trennen.
löschen wir jetzt, da haben viele Menschen wirklich Mühe mit, löschen wir diese alten Muster und Programme, wo für dich da irgend noch eine Spaltung da ist, eine Trennung. Du musst, würde ich jetzt sagen, du musst dein Körpervehikel mitnehmen. Viele alten Schulen sagen, dass es darum geht, den Spirit in den Körper hineinzunehmen. Hier ist dein Spirit am Leben und Wirken. Und auch deinen materialisierten Körper zu spiritualisieren. Es sind beide Wege, da hast du recht. Wie fühlt sich das an? Ich werde weiterhin, wie was ich jetzt gelöscht habe, werde weiterhin Dinge auch arbeiten in dieser Session, in diesem kurzen Seminar, ohne es zu sagen. Ich kann nicht alles sagen, es sind auch viele Codes und Symbole verborgen, vielleicht am Schluss noch was dazu. Schau du einfach, wie du dich fühlst und nimm es als eine Reise und ich hoffe, dass es bei dir immer ein bisschen mehr schwingt, dass du dich wohler fühlst und dein Herz aufgeht. Darum geht's ja. Dann tu nochmal die Hand aufs Herz. Und jetzt kommt ein Grundsatz aus dieser Zeit. Der kam mir viel beim Meditieren. Und es geht um das Annehmen. Das totale Annehmen. Krishnamurti hat doch diesen Satz gesagt und man sagte, er wäre ein Erleuchteter gewesen. Er sagte, dass er den Widerstand, den Kampf mit der Gegenwart aufgegeben hätte. Das klingt so wunderbar. Wow! Kämpfst du noch mit dem, was da draußen abgeht? Ich würde sagen, gehorche, höre zu und gehorche auf einer Seite dem Terrenalen, dem Irdischen, was da draußen abgeht. Du darfst nicht raus. Okay. Weil ich nehme da manchmal viel Wut wahr. Es war kurz auch bei mir so. Und man möchte, ich sage es lieber nicht. Also mach die Dinge. Trage den Mundschutz. Ja gut. Mach, was man dir sagt. Das ist der Teil, den wir noch leben in der alten Struktur. Auf der anderen Seite, mach aber auch die Dinge, die dir die Meister sagen, dein Herz, deine Seele, dein Spirit, die dir die Brüderchen sagen, die dir Jesus sagt, die dir die heilige Odilie sagt, du hast deine Meister. Da geht es ja darum, dass wir eben auch dieses alte Paradigma loslassen, dass wir allein sind. Wir sind ja nicht allein, das ist ja nur eine große Probe, ein Riesenspiegel, aber in kollektivem Sinn, eine kollektive Heilung, die jetzt stattfindet. Du entscheidest, was du damit machst. Macht das Sinn? Also ich würde sagen, hier im Herzen bringe ich zusammen die Null Widerstand. Kein Widerstand. Weil dann ist es wie ein Aufatmen. Ah, gibt halt kein Klopapier mehr. Ah, wenn ich mal annehme, dass es halt jetzt gewisse Lebensmittel nicht mehr gibt, ja dann kommt ja dann erst meine Freiheit und meine Motivation, einen Salat zu setzen. Anstatt weiter Salat in meinem Innern, in meinem Kopf und in meinen Emotionen anzurichten. Gut. Und da sind wir auch bei dieser Distanz, ja, bei dem Input, der mir kam, diese 1,5 Meter. Ja, dann mach doch das. Ich habe vorher einem Meister zugehört aus einem Reservat, glaube ich, aus USA, die auch dabei waren an diesem genialen Kongress. Und er meinte dann, er ist dann in das hineingegangen, dass er da wieder die Distanz da wäre, dass das nicht gut wäre. Ich würde sagen, annehmen. Annehmen, annehmen. Nehmen wir die kollektive Lebensgeschichte. Das ist ein anderer Vortrag, den ich gemacht habe. Es läuft nur so. Ja. Wir nehmen die kollektive Lebensgeschichte, die wir jetzt leben, an. Und dann hast du diese Kraft von hier aus. Öffne es nochmal, öffne es nochmal.
kreativ und schöpferisch, sonst hast du ja gar keine Zeit. Gar keine Zeit. Zeit ist der Kunst und nicht mehr Geld in der Noosphäre. Gut. Gut. Und nun möchte ich noch etwas dazufügen. Wieder zurück ins Herzen und wir bereiten uns vor, um Medizin zu holen. Das sind alles so Übungen, die wir vertiefen natürlich im High-Frequency-Training, aber hier ist es mir einfach wichtig, dass viele Menschen endlich in den Körper gehen, ihr Raumschiffkörper mitnehmen und dann vibriert es die ganze Zeit höher mit ein bisschen Training und dass ihr die Dinge einfach probiert. Mach einmal so. Das kommt mir immer in ganz speziellen Momenten, dieses Mudra. Das ist von einer ganz wichtigen Stele in Copan, einer der genialsten Maya-Pyramiden. Schau du lieber, was das mit dir macht. Immer in den Knien sein, dass es fließt. Erde, Herz, Himmel, Kosmos, Hunaku, Herz. Schreibt mir lieber in den Chat. Das fände ich viel spannender, wenn ich nicht immer alles sage, sondern es geht genau mir darum, dass wir mehr bewusst sind über unseren Körper, über unsere Gefühle, denn dabei wirst du selbstständig. Ja? Nicht alles nachmachen, was irgendwelche sogenannten Meister sagen, denn das ist nicht mehr die Zeit. Spätestens jetzt geht es um die Coronation. Zieh jetzt die Energie so rauf. Die Coronation ist die Krönung. Es geht kein Weg mehr daran vorbei. Meine Lieben, du in dir, die großen Meister zu leben, deine Meisterschaft zu leben. Du bist Jesus. Du bist Maria Magdalena. Du bist Buddha. Du bist Krishna. Du bist Quetzalcoatl, der in Mexiko nicht nur der kosmische Drachen darstellt, sondern der ein Mensch war, der mehrere Male kam im Christusbewusstsein. Deswegen erwähne ich ihn immer. Und nun drehe nun die Hände so. Das Mudra ist so. Und wir machen nun eine Reise, so Astralreise, einfach ausatmen mit der Nase und wir gehen jetzt Medizin holen in der Mutter Erde. Bist du bereit auf 3? 1, 2, 3. Wir haben ja schon um Bewilligung gebeten, die Mutter Erde. Stell dir vor, dass jetzt in deinem Lichtkörper, in deinem Schutzanzug, wenn man das so nennen mag, es ist ein Lichtkörperanzug, den ich bei dir jetzt sehe, dass da Stoffe aus der Mutter Erde bei dir deponiert werden, die genau jetzt dir helfen. Wir bleiben jetzt bei der persönlichen Ebene und dann kommst du wieder zurück. Jetzt machen wir es noch einmal und gehen jetzt in den Kosmos und sage ich in Labors, in geheime Labors, wo Medizin geheim gehalten wird, die jetzt du brauchen kannst. Tja, die jetzt gut ist, um das Immunsystem zu stärken und so weiter. Ja, und die könntest du dann auch holen für jemand, der dem du helfen wirst, der diesen neuen Virus hat. Und ready auf 3. 1, 2, 3. Ich bitte auch hier wieder um Erlaubnis und tue das natürlich für dich, falls da Zweifel sind, dass in deinen Lichtkörpern, wie in einem Astronautenanzug, dass da diese Essenzen hingehen und wir gehen wieder zurück. Bringe sie in deinen Körper. Das sind nur Ideen. Was los? Das sind nur Ideen, damit du siehst, dass das ist
Natur als Lichtwesen. All dieses Wissen, das sollte total natürlich sein. Das ist mir wieder gestern Nacht klar geworden. Und deswegen werde ich alles weitergeben, was ich weiß. Denn jetzt ist die Zeit da. Und ich bin so dankbar, dass ich damals, ich setze mich jetzt hin, du kannst auch mal Pause machen. Ich bin so dankbar, dass ich damals diesen Träumen gefolgt bin, die ich hatte von Mexiko. Denn es ging genau damals schon darum, wie kann ich meinen Selbstschutz, den falschen, den alten, der aus Mustern von Angst besteht, von Verteidigungsmechanismen, ja, Abwehr, Widerstand, erinnerst du dich? Wie konnte ich den runterfahren? Und man hat mir natürlich ziemlich geholfen und die Träume, die kamen ziemlich direkt rein, sodass ich hinhören durfte und nach Mexiko gekommen bin. Und das war mein Weg. Was ist dein Weg? Dein Weg ist ein anderer, du weißt es. Es ist nicht, mein Weg kann nie dein Weg sein. Aber mein Weg ist so verrückt, ist so heil ich, du, wir, in Lakesh, alle, alles, dass da keine Chance ist, dass du das Gleiche machst wie ich. Ich lasse das gar nicht zu. Und das ist genau die neue Zeit. Was wir heute auch gemacht haben, ist eine kleine Inszenierung. Und wenn du es wieder hörst, das Video, und wieder, dann mach für dich eine Inszenierung eines kosmischen Theaters. Schau die wie inneren Widerstände an. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich glaube das nicht. Und wo berührt dich etwas? Sagst, ja, das kann ja sein, das ist ja wirklich, der hat wirklich recht. Aber dann ist es nicht, dass ich jetzt recht habe, dann bin ich toll. Nein, sondern es passiert was in dir. Und das möchte ich auslösen. Berühren wir noch einmal das Herz. In all meiner Arbeit, meine Plattform, die heißt, es ist Herzzeit, geht es immer ums Herz. Und das ist wirklich einer der wichtigsten Pfeiler in dieser Zeit. Geh immer mehr ins Herz hinein und schau, wie kannst du es öffnen. Es ist ja schon wissenschaftlich bestätigt, dass von da aus dein ganzes Feld eben die höchste Schwingung bekommt, die elektromagnetische Schwingung, und dass von dort aus auch sehr hochkohärente Signale ausgehen können an deinem Körper, und die sorgen dafür, dass du gesund bist, zum Beispiel, dass dein Immunsystem hoch schwingt. So geht das. Und was hat das zu tun? Frequenz und Hochkohärenz, das ist steht in direkter Beziehung. Hohe Frequenz, hohe Kohärenz. Da reden wir ein andermal drüber, über die Theorie, die Synthergie-Theorie. Ist ganz, ganz einfach, aber urwichtig. Also Herz, hohe Frequenz, und lass uns in einem Mantra, das ich dir schenken möchte, lass uns nun noch mehr diese innere Koronation, diese Krönung in dir erleben, erinnern. Es ist wie wenn diese Arbeit, die selbstverständlich auch mit Transmission zu tun hat, mit Übertragung. Es ist nicht alles im Verstand. Deswegen habe ich gesagt, ich wollte nicht nur sprechen. Ja? Es ist wie eine Vorbereitung. Etwas wird in dir pum, angerührt. Es gibt wie Explosionen, so sehe ich das. Kleine Destellos, Explosionen von Licht in deinen Zellen, in deinen Genen. Dann wird es draußen wieder anders im Leben. Du stehst dann vor deiner Familie, du stehst dann mit deinen Kindern da, du stehst dann vor einer Situation, dass es vielleicht heißt, Job verloren und so weiter. Das sind alles Dinge, die müssen wir jetzt ganz cool anschauen. Das wird völlig normal sein. Ja? Und ich muss schon schauen, dass ich manchmal nicht zu wenig hinschaue. Ich habe dann auch
Manchmal möchte man auch dann nicht hinschauen, wie so ein Scheuklappeneffekt. Dann vom Herzen her, aus dieser Meisterschaft hinaus, Meisterschaft ist für mich siebtes Chakra. Herz, siebtes Chakra, erstes Chakra, Erde. Aus diesem Herz und dieser Meisterschaft hinaus schaust du die Dinge an. Ja? Schaust du die Dinge an, was ist denn da? Du kannst auch ein bisschen die Info reinziehen, das ist schon auch okay. Man muss ja auch wissen, ob man jetzt noch raus darf oder nicht. Das ist hier in Mexiko noch nicht so schlimm. Man schaut, wie wird es mit dem Geld weitergehen und so weiter. Aber entscheide dann aus der Ruhe. Aus der Ruhe heraus, aus dem Kühlen, entscheid. Und du wirst nie was falsch machen. Denn dir wird es nie an etwas fehlen. Wir sind sowas von... Wir sind sowas von verbunden und wir haben so viel Hilfe. Es ist nur eine Riesenprüfung. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Und wir kommen immer wieder in diese Angst. Und was ist jetzt passiert? Und wir sind uns so nicht gewohnt, eine solche Situation zu erleben. Ich spreche, wenn ich es schon erlebt hätte, aber Gott sei Dank kommen mir so viele Hilfen zu, die mir bewusst machen. Bewusst machen. Im Moment. Wie es abgeht und die Stimmen, die sagen mir es, die Meister sagen mir es. Dann möchte ich jetzt mit dir dieses Mantra teilen. Hätte ich alles nicht gedacht seit gestern. Dann schließe die Augen. Genau, gestern war es so lustig, weil da hatte ich... Da hatte ich ein bisschen einen Bammel vor dieser Konferenz, weil der auf der ganzen Erde gesehen wird, und also auf Spanisch, Argentinien, Chile und so weiter. Dann dachte ich mir, ja, die reden alle vom Coronavirus. Jetzt frage ich doch mal die Sternenbrüder und meine Meister halt, mal schauen, was da kommt, so offen. Was soll man denn machen mit dem Coronavirus? Ja, also was ist meine Antwort? Was entspricht meinem Teaching? Meine Rolle als spirituellem Begleiter. Hallo, komm mal. Während ich da, bevor ich weiter erzähle, mit geschlossenen Augen, stell dir nun vor, dass du dieses Energieei, was wir gesagt haben, ausweitest. Ich tue jetzt ein bisschen mit der Rassel klimpern. Die Rassel sind auch all diese Teilchen, die Partikeln, die jetzt in Bewegung sind bei dir, und jetzt da nicht mehr noch tiefer, sonst wird es dann zu viel des Redens, auf dass diese Partikel sich harmonisieren, die alten, die niederschwingenden dürfen wegfließen. Du auch wieder diesen Fluss und einatmen neu Licht, die neue Welt. Ausatmen alt, schwer, alte Muster, Ängste, die Corona-Schatten. Du diese Atmung aktivieren. Ein, neu, aus, alt. Ein Herzbewusstsein. Neue Welt, Urvertrauen, das kollektive Heilen, die kollektive Meisterschaft. Und nun weitest du dieses Energieei so weit aus, bis es einen Schlauch, einen, wie sagt man, einen Tubo, einen... Wie sagt man, ein Tubo, ein Rohr bildet. Ein breites Rohr um dich herum. Und das verbindet dich mit dem Inneren der Erde und ganz weit hinauf mit hohen Dimensionen. Diesmal im Inneren der Erde rufe ich die Innerirdischen, die Meister, die hohen Lichtmeister dieser Dimensionen. Und über uns, da rufe ich die Sternenbrüder. Die Maya sagen, wir kommen alle von den Sternen.
Hören wir auf, aus diesen Dingen so was Großes zu tun. Es ist völlig natürlich. Schau nur die Kinder an. Früher war es der Teddybär, heute sprechen sie von einem Sternenwesen. Das Mantra geht so. Sambasa, 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 Sambasa. Das war ein Geschenk, das ich bekommen habe vor ein paar Monaten auf einem der für mich hochschwingendsten Orte, die ich überhaupt kenne auf der Erde, auf einem kleinen Vulkankrater, der heißt Labadera im Staat von Guanajuato in Mexiko. Wir gehen vielleicht im Sommer wieder dorthin, falls dich interessiert. Schreib einfach. Da gibt es viele Sichtungen und ich habe mich in der Mitte des Kraters hingesetzt und dachte mir nichts dabei. Innerhalb von einer halben Minute, ne, oder weniger, war ich in dieser Verbindung und mir wurde dieses Mantra geschenkt. Vielleicht geht es dir wie mir, du siehst, wie du völlig deine Form verlierst innerhalb von diesem Tunnel. Und das ist eine Verbindung, die wir haben. Eigentlich ist es ein Geschenk von einem Guardian, von einem Wächter dort, der mir einfach zeigen wollte, wie sein Leben so ist. Aber du als multidimensionales Erdenwesen, als Lichtwesen, du hast ja all das auch in dir. Du bist ja multiple, du bist ja multidimensional. Und da geht's ja genau drum. Sambasa. Mache weiter. Sambasa. Auch wenn ich dir weitere Informationen gebe, mal schauen, was kommt, dann singe du weiter, mantralisiere weiter. Sambasa. Es ist auch ein Geschenk von einer hohen Schwingung, die kommt. Es ist ein Erinnern, von was du denn alles bist und kannst. Ja, wir sind Lichtwesen, Elohim, 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 hat Jesus gesagt. Ihr seid Lichtwesen. Stelle dir nur vor, ein Lichtwesen von einem anderen Stern, zum Beispiel in lichtflüssiger Gestalt, so wie ich sie gesehen habe, und ein Virus. Da muss man nichts mehr sagen, das ist alles klar. Darum geht's. Und wenn du dann aufhörst mit dem Mantra, dann stelle dir vor, dass du dich ausbreitest, dass du diese Energie mit allen teilst. Öffne dein Herz und erinnere bitte, wir sind nicht allein, es geht nicht mehr allein. In Lakesh, fraktal gedacht, ist nicht nur ich bin du. In Lakesh ist das Maya-Mantra, das für mich viele nie verstanden haben, mir hat man es nie so erklärt. Fraktal gedacht ist, dass ich bin du, 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 du. Du bist der Stern, ich bin die andere Person, ich bin die ganze Gesellschaft, ja. Du bist der deutsche
der Deutsche Bundestag, du bist alles. Du bist alles. Ja? Und du liebst alles. Ich bin du. Ich liebe dich in mir, von Herz zu Herz. Ja? Öffne dich so. Das ist dieses kollektive Erwachen aus dem Herzen, aus deiner Meisterschaft heraus. Was meinst du? Macht das Spaß? Ist doch genial. Und dafür haben wir uns so lange vorbereitet. Lasst uns den Mut haben, diese Information endlich zu leben, sie weitergehen zu lassen. Es ist so einfach. Hast du jetzt noch Gedanken an Angst, von Sorgen? Ist es jetzt nicht wie weggewischt? Und dann an diesem weißen Sonntag die Erinnerung, wenn es dir jetzt so super gut geht und dann sagst du, jetzt bin ich bereit, dann gratuliere ich dir. Dann hast du dir nicht nur selbst geheilt, sondern du bist jetzt bereit, andere zu heilen. Und dann streck die Hand aus, dann öffne dein Herz jemandem, der es braucht. Denn viele sind vielleicht in Krise jetzt, ja, vielleicht einfach ein gutes Wort, eine Meditation oder eine Umarmung. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Wenn du so hoch vibrierst, dann ist alles okay. Gut. Gut. Sambasa, 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 Sambasa. Ich verneige dich, verneige dich. Ich verneige dich. Siehst du, der Spiegel ist durcheinander gekommen. Alles ist eins. Ich verneige mich vor dir. Ich verbeuge mich. Ich vorbeuge mich. Beuge mich vor und ich mache Vorborge und Vorsorge und Vorbeuge für diese Zeiten. Bitte nimm es ernst. Aber bitte lache, denn es ist ernst. Ja. Und lasst uns daran glauben, an diese Urkraft, die wir kollektiv haben. So haben sich Zeiten geändert. So haben die Menschen neue Dinge erschaffen. Wir sind Kulturschaffende. Wir sind kosmische Schöpfer hier auf Erden. Deswegen die Verbindungen, die wir gemacht haben. Übe es. Mach weiter so. Und nimm es vielleicht mit hinein in den Schlaf. Vor dem Schlafen. Jetzt ist es wichtig, dass wir immer mehr Menschen sind, die in diese Latisse, in dieses kosmische Netz, diese Informationen speichern oder nenn es Feld. Ist Wurst. Wir sind jetzt viele, die die Dinge gleich sehen, die wir uns verstehen. Die Worte sind nicht mehr so wichtig. In die Nacht hinein etwas Schönes mitnehmen. In den Schlaf, in den Traum hinein. Von der neuen Welt, wie du sie erträumst. Gut. Hat Spaß gemacht. Toll, dass ich das auch noch teilen durfte mit dir. So weit haben sie mich hier gebracht in Mexiko. Schau mal an. Solch eine Ehre, dabei sein zu dürfen in diesen Foren. Und lasst uns vernetzen. Es ist so wichtig. Ich weiß, dass manche Leute jetzt sogar das Gegenteil machen, die machen jetzt zu. Es ist jeder kann machen, was er will. Es ist, ich bleibe meiner Linie treu und meinem Herzen. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Ja? Vielleicht als Zusammenfassung möchte ich die vier Pfeiler dir noch geben des High Frequency Trainings, ja, das jeden Donnerstag um 8 Uhr stattfindet. Bitte weitersagen, das ist das Genialste und Beste, was du brauchst. Und es geht um alle folgenden vier Pfeiler und es ist auch eine Zusammenfassung von dem, was wir gemacht haben heute, weil ich wirklich möchte, dass du endlich Werkzeuge hast, Information hast, Wissen hast, dass du es alleine machen kannst. Denn morgen brauchen wir dich. Erster Pfeiler ist der Körper. Deswegen haben wir mit dem Körper angefangen. Vergiss nicht, dein Körper ist dein Vehikel. Und wir haben gesagt, das dürfen wir mitnehmen. Das muss hochschwingen, dass es mitgeht in diesen Aufstieg.
Der zweite Pfeiler ist das Herz, das ist immer das Zentrum. Die Sonne ist Hunabku, sind all die Galaxien. Das habe ich ja aufgepfriemelt schön im Buch Lattice Surfing. Wie kann ich das verstehen? Das ist auch dein Aufstieg, dein Wachsen, dein sich ausdehnen deines Bewusstseins. Herz, Herzbewusstsein und dich ganz gern haben. Heilen, die dein Herz weiter öffnen und heilen. Heilen, heilen, heiligen. Der vierte Pfeiler ist die Atmung. Habe ich jetzt heute nicht so erwähnt hier. Sei dir bewusst, wenn du es nochmal machst, das Video auch, wie du atmest bei den Übungen. Und das installiert in dir wieder die Wichtigkeit des Atems. Und welche Wege werden befallen bei diesem sogenannten Virus jetzt? Die Atemwege. Atmung ist Macht. Und da wird natürlich auch etwas erinnert. Atmung ist auch der Atem der Seele, der dich rückverbindet mit der Quelle, all deine Leben zurück. Und Atmung ist auch das Bewegen von Energie. Atmung ist Manejo de Energía, ist Energiehaushalt. Und der vierte Pfeiler, Schlüssel. Es gibt viele Schlüssel, die habe ich jetzt heute nicht erklärt, sondern wir haben es eher gemacht. Im Training werde ich auch erklären, wie es geht. Also die Mudras, die Symbologien dahinter und wie wir es nennen, die Codes. Wie verbinde ich das? Wenn ich zwei oder mehr Symbole und Codes verbinde, dann wird es multidimensional. Ein Beispiel, ja, du denkst vielleicht schon dran, ich habe dir viel, viel mitgegeben heute. Ist das Mantra, können wir sagen, das Mantra, nennen wir das als Symbol oder nehmen wir lieber das Rohr als Symbol, das Rohr, und das Mantra wäre der Code, wie du da reingehst und das Rohr aktivierst. So funktioniert das, das ist schon Harry Potter Schule, das ist schon der Weg hin zu Lichtsprachen. Und da bin ich jetzt weiter am Forschen, da bin ich sehr gespannt, was da in nächster Zeit noch kommt. Thema Lichtsprache und solche Dinge, mit solchen Dingen umgehen, wie dieses Ding da, wo man gar nicht so viel den Namen sagen muss. Okay, von Herzen, ich bin Pascal Kingreub, bis bald, ja. Bleib im Herzen, hohe Frequenz und nimm dich bitte als Kollektiv wahr. Es wird wunderbar werden. Es ist schon wunderbar. Das Schlimmste haben wir hinter uns.